Willkommen zu einer neuen Folge von Borderlands 2 Warkammermodus mit Huber und Schnorrer. Hi, Tag, ciao. Moin. Ciao. So, ich hole noch schnell das Zeichen. Hier ist keins. Hier ist keins? Nein? Nee. Das, no, haben, das ist an der anderen. Das der will ich gar nicht Seite. Wissen. Lalala. Durchsuch den Zug. Wahrscheinlich bewahren sie den Kammerschlüssel am stärksten Waggon auf. Ja, du hast alles nachgeguckt. Du bist doch klar, das hat er gemacht. Bin ich wenigstens ehrlich. Arbeite mit der Glocke. Hast du auch schon gesehen oder im Video geguckt? Jawoll! Level up. Level up. Ja. Jetzt freut er sich hier. Ja. Level up. Level up. Eine Muschi, ey. Ja. Irgendwie ist was Besonderes, was Level Up hat, ey. Ich bin was Besonderes. War alles weg? War alles weg, fragt er. Oh, Iridium, wo ist das hin? Iridium, wo ist es? Weiter geht's. Pass auf, jetzt kommen die Selbstmörder. Hinter dir. Hinter dir. Naja, du hast mich angeguckt. Hinter dir. Was hinter mir? Was heißt das? Nee, das kenne ich nicht. Raketenwerfer, oder? Bei Magazin. Keine Sorge. Würde Jack den Kammerschlüssel wirklich schützen wollen, wäre er nicht in einem Zug. Er würde ihn von Wilhelm bewachen lassen. Von dem Wilhelm? Oh je. Das ist eine Falle. Der Kammerschlüssel ist nicht im Zug. Bis hier vom rechten Soldat. Wilhelm, das ist keine Chance. Glaub mir. Das ist nicht gut. Wilhelm hätte uns in New Haven beinahe alle gekillt, ohne selbst den Kratzer abzukriegen. Wenn es zu heftig wird. Nee. Vielleicht könnte der noch machen. Also ich will machen. Ja doch, macht das nicht. Das kann ich nicht. Das wollte ich nicht machen. Nein. Du hast Wilhelm gekillt? Nee. Heilige Hölle! Jack hat keine Chance vor uns. Wilhelm hat einen Energiekern fallen gelassen. Schnapp ihn dir. Laut meinen Sensoren ist er einzigartig. Hat er überhaupt keine? Wenn wir Roland bringen, müssen die Schilde von Sanctuary vielleicht nie lassen. Wieder aufgeladen werden. Eine Granate. Wow. Wow, so einen Energiekern habe ich noch nie gesehen. Der, den du von Reese hast, ist fast ausgebrannt. Warum bringst du ihn nicht her? Na klar. Den Kammerschlüssel haben wir vielleicht nicht gefunden, aber wenigstens wird Sanctuary dank dir noch etwas länger sicher sein. Wow, bravo, Champagner, Applaus, Gratulation, langsames Klatschen. Ihr habt euch den verdammten Energiekern geholt, was? Ich habe euch gewarnt. Jetzt wird mit harten Bandagen gekämpft. Zieht euch warm an, Kammerjäger. Bist du ready? Jetzt kommt's richtig dick für euch. Sorry wegen der Falschinfo. Ich dachte wirklich, der Kammerschlüssel wäre in dem Zug. Ja, ja. Das kann jeder sagen.
Das kann ja jeder sein. Die anderen Kammerjäger vor vielen Jahren fast besiegt. Abschluss. Du hast bewiesen, dass du noch stärker bist als sie. Gut gemacht. Ich geh mal abschließen. Kannst du gleich hier bleiben. Oh, ich bin so beautiful. Ach, du bist so beautiful? Hm? Bist du wieder beim Skin oder was? Yes. Ich bin so beautiful, sagt er. Beautiful. Beautiful. Lass die Hose zu. Ich hab eine Jogginghose an. Ist ja noch schlimmer. Hast du von diesen Insektenviechern namens Warkids gehört? Es heißt diese Mücktanten. Kleines Wortspiel, wenn du verstehst. Ein neuer Energiekern? What? So ungern ich Hyperion-Technologie einsetze. Der Kern, den du vorhin angebracht hast, ist fast ausgebrannt. Nimm ihn einfach raus. Nimm ihn raus. Du musst herkommen. Er hat aber gesagt, ich soll ihn rausnehmen. Alle Spieler sind erforderlich, um den Vorgang fortzusetzen. Vor ein paar Jahren habe ich in Moxys Underdome zwei Preise gewonnen. Eine Kiste Beute und Moxie selbst. Den zweiten Preis hat mir Jack abgejagt, den ersten ein Dieb namens Carson. Mir egal, ob ich die Waffen wiedersehe, aber falls du sie willst, musst du Carson in the Dust finden. Der will richtig alleine hin, ey. Nee, der ist zu schwer, der Energiekern. Ich kann den zwar alleine tragen, aber... Nee, du musst auch hochkommen. Jetzt geht's. Jetzt ramm den Kern fest. Ja, ich ramm ihn richtig fest rein. Oh, voll rein gerammt. Was zum Teufel? Ich glaube, es wird langsam Zeit, dir mein kleines Geheimnis zu verraten. Angel arbeitet für mich. Deaktiviere Sanctuary's Schilde, Jack. Phasenverschiebung wird ausgeführt. Krasser Scheiß. Das ist kein Energiekern! Raiders, die Schilde sind unten! Die Schilde... Gut gemacht, Angel. So, jetzt killen wir ein paar Kammerjäger. Verdammt, was ist los? Aber es geht noch gar nicht los, aber die stehen schon da, weißt du? Okay. Hey Leute, ich habe eine richtig schlechte Idee. Scooter, bring Sanctuary in die Luft. Roland, besorg mir Iridium. Okay, das wird nicht klappen! Ich geh schon mal rein. Die jo. Stadt kann noch nicht fliegen, Lilly! Okay, wir sind soweit! Wir treffen uns im Ortszentrum! Ich brauch deine Hilfe! Wo ist sie denn hin? Mach dir keine Sorgen um mich! Steck fest, Soldat! Ich kann das Iridium nicht zu Lilith bringen! Hast du das Iridium? Ich brauche es! Ich brauche Iridium! Sie braucht es! Voll! Verfolgt haben. Du hast unsere gemeinsame Zugfahrt nur überlebt, weil ich das wollte. Vor 5 Jahren öffneten Roland und seine Freunde voll die Kammer, weil ich sie reingelegt und dazu gebracht haben. Alles, was ihr Kammerjäger je gemacht habt, ist Teil meines Plans. Ich bin so ein Rockstar. Ich hab das bisher nicht versucht. Halt dich lieber irgendwo fest. Na klar. Wir halten uns fest. Verdammt, oh sorry, mein das Gott. War keine Guten Absicht. Tag. Aber wir sehen uns auf der anderen Seite, versprochen. Gib Gas, Scooter! Ja. Mann, das ist einer dieser Momente. Catch a ride! Jawohl. Tauschen wir. Halt
Ach, toll, wie ihr Kammerjäger Angel einfach so vertraut habt. Ist euch nie in den Sinn gekommen, dass sie für mich arbeitet, was? Nee. Bei den letzten Kammerjägern war es genau so. Aber ganz ehrlich, diesmal damit haben wir nicht gerechnet. Euch reinzulegen. Wollen wir tauschen? Nee. Wollen wir nicht? Wir wollen nicht tauschen. Was ist denn los mit dir? Tauschen bitte. Nee. Danke, dass du den Köder geschluckt und den Energiekern beschafft hast. War schwer, den Kammerschlüssel aufzuladen, wo doch Rolands Kumpels dauernd meine Iridiumminen angegriffen haben. Du kannst deine Freunde wieder treffen, wenn du The Fridge geklärt hast. Warte. Ich dachte, es geht bergab, ja. Ja. Zeichen sehr. Ich dachte, er war tot. Ich bin tot. Gut. Endlich Ruhe. Ich lebe. Na, verdammt. Verdammt, sagt er. Das gab ja richtig XP gerade, wa? Mhm. Das gab ja richtig XP. XP. Das kriege ich wieder hin. Also, damit das klar ist. Damit ja, das klar ist. Die meisten meiner Waren wurden toten Abenteurern aus den Händen gerissen. Wozu braucht man eine Approbation, wenn man Stil hat? Du bist doch Organ. Ich habe von Anfang an Jacks Befehlen gehorcht. Jack hat aus dem Energiekern, den du gefunden hast, ein Hyperion-Netzwerk abgebastelt. Dadurch hatte ich Zugriff auf die Verteidigungsanlagen von Sanctuary und konnte sie runterfahren. Das alles gehörte zu Jacks Plan. Aber kriegst du den mal down? Nee. Vor 5 Jahren habe ich Roland und seine Freunde mit einer Lüge dazu gebracht, die Kammer zu öffnen. Nee. Ich sagte ihnen nämlich, das sei nötig, um Pandora vor einem großen Übel zu bewahren. Jack wusste, dass er mit dem Iridium aus der Kammer ein Vermögen verdienen konnte. Aber er hat sich vor, sie selbst zu öffnen. Durch mich hat der Kammerjäger die Drecksarbeit für sich erledigen lassen. Ich bin so leid, Leute zu manipulieren. Was so? Jo. Guck mal, hier ist gleich HP. Hier eine Slack-Granate. Ja, will ich nicht. Warum nicht? Weil die scheiße ist. Wo ist denn die Scheiße? Ich mag kein Slack wie auf den No. Ja, an dir selber nicht, nee. Aber an den Gegnern ist das ganz Vorteil. Wenn wir da hinten noch in die Waffenkiste gucken. Guck doch, du Muschi. Guck doch. Mach ich auch. Komm schon, das Ding, ey. Okay. Oh, ich muss ihn mal treffen.
ist nochmal eine HP-Dings. Ja. Ja. Ist das eigentlich immer noch deine Team? Ja, Region? Aber ich habe jetzt eine bessere. Aber die bringt da nicht so viel. Dezent bessere. So, Folgenpause. Folgenpause. Ciao. Spitze, bedanke mich. Tschüss.